It is how I punish those who irritate me. You want peace? Fight for it. So, da sind wir wieder mit einer Runde Ranked. Heute mit dem Armor-Abdeck mal wieder. Was? Du hast gerade geleckt bei mir. Gwen, hoffentlich lecke ich nicht in der Aufnahme. ja, manchmal ist das nee, so. Du dürftest halt bei mir lecken, aber jetzt nicht bei deinen Aufnahmen. Weil wir nehmen ja getrennte Totspuren auf. Okay. Ich habe gerade zwei Karten abgelegt. Ich habe einen Trommel abgelegt und ich habe eine Potion abgelegt. Wir haben immer noch für einen Potion. Wir haben Scylla, das heißt, das ist gut. Wir haben Philippa, ja. Wir haben zwei Ritter, zweimal Rüstungsentfernen, aber nur eine Elite. Ich würde fast sogar noch sagen, wir werfen mal einen Ritter ab. Ja. Ringtaler. Hey, wenn du gegen Radu wird gespielt und da auf okay. Den Wettereffekt zu treffen, ist sowieso recht unwahrscheinlich. Also kannst du auch. Das Problem, was ich habe, wir spielen gegen Radovid. Radovid ist in der Regel bekannt dafür, wobei ich weiß nicht natürlich, was er für einen Rang spielt. Ich weiß nicht, was er für einen Radovid-Deck spielt. In der Regel ist Radovid mit Zaubern und roter Baron. Mhm. Könnte den roten Baron spielen. Die Sache ist, wenn ich jetzt einen Trommler spiele und der blitzt den weg, sind wir halt sad. Aber wir die Trommler nicht rufen können. Die Frage ist, wollen wir erstmal was anderes spielen? Außer ein Trommler. Nimm doch den. Er kann aber auch natürlich die Maschinen spielen, so. Das war sehr unwahrscheinlich. Versuch's doch mit dem naja, Elite, aber den willst du nicht weghauen, ne? Naja, ich sag mal, selbst wenn wir jetzt. Wenn wir den Trommler. Wir denken jetzt, glaube ich, zu viel nach. Wenn wir den Trommler jetzt selbst nicht diese Runde spielen, spielen wir die nächste und dann kann er ihn wegblitzen. Oh. Weil er wird nicht einen Blitz auf die Elite verschwenden. Das heißt, wir riskieren einfach mal den Trommler. Okay, ich glaube, wir haben gerade einen Lag. Hallo? Die Runde ist vorbei. Ja, war klar. Gehen können wir in der Game. Okay, wir haben doppelt gewonnen. Der Gegner bestimmt auch. Ja. Haben wir einen Rang up? Ja. Wir sind jetzt Rang 9. Yay! Rang 9 ohne Verdienst. So spiele ich gerne. Oh, guck mal, wir kriegen einen neuen Rang. Jawohl. Oh, wir haben auch einen neuen Titel. Jawohl, die hatten wir nicht alle schon mal. Das ist halt, dass alles da nur ist. Ist halt, naja, okay. Wir sehen uns nächste Runde wieder. Ich weiß gar nicht, ob das da, weil dann müsste da stehen, der Gegner hatte einen Fehler. Wir hatten ja gerade irgendwie das da, jetzt spielen wir gegen Eredin, das ist aber nicht schlimm. Da stand ja gerade bei uns, dass ein Spielefehler vorhanden war und dass beide deswegen gewonnen haben. Ich glaube, wenn der Gegner einfach einen Stecker ziehen würde, weil so könnte man halt einfach ranken, dann wird das nicht klappen. Hier würde ich sogar ganz gerne die beiden Ritter behalten, wenn er Frost spielt. Das heißt, ich lege mal einen Redania ab. Philippa würde ich ganz gerne behalten, Thaler aber auch. Yennefer würde ich vielleicht ganz gerne behalten. Potion erstmal nicht. Ein Trommler brauchen wir nicht noch einen. Okay. Boah. Ja, die Monster müssen ja, haben wir schon gedacht, dass er nicht rauskommt. Das hatten wir auch beim Wild Hunt Deck gesagt. So, das Problem beim Wild Hunt Deck ist, dass alle Karten irgendwie agieren mit dem Spielfeld, aber wenn man anfängt, ein Problem hat, was man spielen sollte. Flost. Ganz viel Flost. Flost greift immer die lowsten Einheiten an. Flost greift immer die. Schön. Das heißt, ich spiele mal die Reihe hier im Ritter. Hänsel würde jetzt draufgehen. Okay, macht den Ritter weg. Er ist so gemein. Hänsel würde nicht draufgehen, weil er einfach nochmal gebufft wurde. Nein, unser Leader darf nicht sterben. Wir können jetzt natürlich auch Philippa erstmal eine Runde spielen und gucken, wenn irgendwas stirbt, weil dann könnte man mit Philippa ihm jetzt gut Schaden machen. Ja. You'll suffer the consequences of your foolishness. Dann spielen wir gleich mal den Ritter in die Reihe, wo einer der Zweier stirbt. Und jetzt wird einer um. Beide werden um eins gebufft, keiner stirbt. Das wäre bitter. Er hat Regen. Was ist denn das für eine Scheiße? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich komme irgendwie gerade ein bisschen verarscht vor. Wir können auch von nichts die Rüstung wegnehmen. Wir können jetzt natürlich auch Yennefer spielen und alle Kreaturen buffen, so.
weil die Rüstung wird eh runtergehen, wenn es ein Monster, Monster-Deck mit Wetter ist. So, warum spielen wir jetzt nicht einfach Yennefer? Und buffen jede andere Kreatur um 2. Weil wir haben 1000-mal mehr Kreaturen auf dem Feld als er. Und unsere Trommler sterben nächste Runde nicht. Das heißt, sie werden weiter buffen. Was ist das denn? Naja, er lockt einen Trommler. Passen. Ich überlege gerade wirklich zu passen. Weil das Einzige, was du machen könntest, ist einen Taler rüberschieben. Sollte er aber gleich danach passen, hast du die Taler umsonst rüber geschoben. Wenn ich jetzt aber Taler rüberschiebe, würde er, glaube ich, nicht gewinnen. Wobei doch, er macht uns 2, 4, 5, er macht uns 5 Schaden. Wir buffen uns aber, glaube ich, nochmal um 2. Das heißt, er macht uns 3 Schaden. Das heißt, Taler würde nicht reichen, oder? Wir haben eine Stärke mehr. Ja. Ich gebe ihm einfach nimm Dijkstra. Es dürfte nicht reichen. Er macht uns zwar 5 Schaden, aber die Trommler buffen uns nochmal um 2 hoch. Okay, jetzt hat er den raus. Jetzt legen wir 11 hinten. Ich würde sagen, also fast, wir lassen ihn. Mhm. Ich würde sagen, wir lassen ihn fast gewinnen, oder? Ja, ich meine, er hat auch schon 2 Frost draußen, ne? Ja, gut, er hat eh noch. Also, du weißt, wie viel Frost die in einem Monsterdeck spielen. Ja, ja. Wir passen jetzt einfach. Natürlich, den Riesen könnte man auch noch in einem Frostding. Den haben wir jetzt gar nicht mit reinbezogen. Aber ich finde den jetzt auch nicht so toll, dass ich sagen müsste, boah, wir brauchen den Riesen. Wir haben kein Potion, das heißt, ich leg mal die weg. Ziehen Shani. Shani ist gut. Er fängt an, er passt. Wir müssen jetzt natürlich eine Karte opfern. Was wollen wir opfern? Ich würde mal sagen, wir opfern einfach einen Elite. Genau. Hätte ich jetzt auch spontan gesagt. Virginia! Das ist halt auch mal der Vorteil, jetzt weiß ich auch, warum man die erste Runde unbedingt gewinnen will, weil jetzt, wenn der Gegner in der zweiten Runde gewinnt, muss der Gegner die zweite Runde anfangen. Das heißt, man hat automatisch die letzte Karte. Will ich was ablegen? Dijkstra können wir einfach nochmal gut ziehen. Ich würde vielleicht sogar einen Elite ablegen. Das ist gut. Ich zieh noch einen Ritter. Okay. Er hat bestimmt noch Doppelfrost. Fangen wir mit Trollolol an? Also, wenn er jetzt einen Brand hat. Er will Frost spielen. Ja, aber warum spielt er den die Reihe? Weil der Frost wird nur erhöht, wenn er in derselben Reihe ist. Das kann ich dir doch nicht sagen. Ich bin kein White Hunt Deck Meister. Vielleicht war es auch ein Misplay. Vielleicht spielt er auch auf Deutsch und da ist das so komisch angegeben. Ja. Das ist halt echt ein bisschen. Ja, das ist halt echt so leider ein bisschen komisch auf Deutsch. Wir ja in jeder Reihe. Können wir den irgendwie vernichten? Haben wir was zum Locken? Nein, wir könnten natürlich einen Trommler retzen. Ach, du willst mit Shani retzen? Ja, wir könnten einen Trommler theoretisch retzen. Haben wir überhaupt einen Locker? Ja. Wir haben einen Locker, die könnten wir sogar theoretisch durch Dijkstra holen. Ich überlege nur, was jetzt der klügste Schachzug wäre. Also er hat bestimmt noch so einen Reiter auf der Hand. Ich würde ihn erstmal den Reiter ausspielen lassen, den dritten. Und dann... Ja, ich spiele erstmal hier den Ritter noch hin. Und dann würde ich halt gucken, wo es am sinnvollsten wäre. Ich glaube in der mittleren Reihe. Okay. Er hat ein Schiff. Wir können jetzt natürlich auch Dijkstra spielen. Einen Locker haben wir aber nicht im Deck. Klar, oder? Nein, nicht unbedingt. Was denn das dann? Achso, ich kann ja gucken. Stimmt, hier. Wir haben noch Prinz Dennis. Doch, Marguerite. Doch, ja, wir haben den noch am Deck. Ja, ich hab's vergessen.
Three Thunderbolt Potion. Thunderbolt Potion würde uns jetzt halt nicht so viel bringen. Das heißt, ich würde vielleicht ganz gerne nochmal den hier spielen. Virginia! Jetzt haben wir 26 Stärke an der Reihe. Aber er wird nicht Geralt Igni spielen. Dann spielen wir jetzt Dijkstra. Weil wir werden hundertprozentig ein Potion ziehen. Oh, wir ziehen unseren Locker. Ein Schiff kommt weg. Und Reinforcements. Mit Reinforcements spielen wir nochmal Prinz Dennis. You stand before Royal Majesty. Und ziehen noch einen von denen. Virginia! Interessant. Warum auf der Reihe? Vielleicht weil er da mehr angreift. Wir spielen jetzt einfach Shani. It's war. Seven limbs, blood and guts. Mit Shani in den Elite und spielen ihn hier. Dann kriegt der immer den höchsten Schaden, aber er verliert ja nicht, weil er die Rüstung hat. Das heißt, wir verlieren jetzt maximal einen Schaden jede Runde. Ja, kommt jetzt noch Frost. Selbst wenn er Frost spielt, gut in der Melee-Reihe ist es halt tricky, weil in der Melee-Reihe wird der Chani drauf gehen. Er spielt mit dem Schiff tatsächlich. Und mit dem Schiff wird er uns nicht tot kriegen. For the King! Ich habe hier neue Rüstung weg. Wir haben immer noch Trollolol mit seinen knapp 20 Rüstung. Ja. Das ist halt so ein huge Power-Swing. Okay, der wird erwachen und wird die ganzen Reihen noch Schaden zufügen. Ist aber auch nicht so schlimm. Es gab ja viele, die gesagt haben, dass der Heavy Cavalier momentan eine extrem starke Karte ist. Ich bin ehrlich, ich finde, sie haben ihn eher seit dem letzten Patch genervt. Was stärker geworden ist, sind so Karten wie Trollolol. Ja, Trollolol ist richtig stark. Oh, ein Hagelsturm. Aber wir haben, ja. Oh. Ja. Wow. Ja, selbst wenn der jetzt nochmal einen Wettereffekt auslösen würde, würde sich unser Redenien nochmal buffen. Das heißt, wir haben gewonnen. Sehr schön. Also, ich finde diesen Kavalier, okay, er kriegt einen. Also kann er. Aber ist das jetzt schon die zweite Runde gewesen? Aber er war ja davor schon so stark. Echt? Oder? Nee, das ist die erste Runde. Die erste haben wir noch gewonnen durch technischen Fehler. Die Sache am Kavalier ist, er hat jetzt, also er war ja früher irgendwie eine 4-Stärke-Karte und konnte zweimal Rüstung entfernen, hat sich darum gebufft. Jetzt ist er eine 8-Stärke-Karte und kann einmal Rüstung entfernen. Macht halt nicht wirklich das heißt, einen Unterschied. Das heißt sozusagen, es macht keinen Unterschied, aber dadurch, dass du zweimal Rüstung entfernen konntest, konntest du halt deine Karten wie Redanian Elite oder so oder selbst deine Ritter nochmal triggern, was dir im Prinzip mehr Stärke verliehen hat. Der einzige Unterschied, den jetzt, glaube ich, so mit der Karte gemacht wurde, ist, dass es einfach Trollolol gibt. Und Trollolol ist einfach, ich weiß nicht, wenn der 18 Rüstung hat, bufft die Karte sich um 18 Stärke. Trollolol ist momentan, glaube ich, eher das Problem als diese Heavy-Kavaliere. Weil die Heavy-Kavaliere, die waren ja auch im letzten Patch nicht OP. Richtig. Die sind hier, die sind grad, egal. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich nochmal in der nächsten Runde. Gwent Ranked, bis gleich. Bis gleich. To arms, all of yous! Here's the better loot than in your wildest, wettest dreams! Wir spielen gegen Harald, das könnte interessant werden. Ich hoffe, es ist nicht derselbe Harald, den wir spielen. Priestess of Freya brauchen wir erstmal nicht. Willst du drei Axtmänner auf der Hand haben? Zerreißen brauchen wir erstmal nicht. Harponierer. Also wenn das wirklich der so ein Harald-Deck ist wie unser, dann würde ich das sogar lassen. Axtmänner würde ich vielleicht sogar erstmal einen ablegen. Obere drei sind schon gar nicht so schlecht. Es ist die Frage, ist es ein Harald-Deck, wie wir es spielen, oder ist es ein Harald-Deck wie ein anderes Harald-Deck? Wenn es ein Harald-Deck ist, wie wir es spielen, würde ich vielleicht sogar First Light, soll ich First Light ablegen? Nee, ich würde es behalten. Eigentlich bringt das nicht so viel. Naja, aber wenn du jetzt Skellige Sturm oder... Ich leg's mal ab. Okay. Ja, aber die Sache ist halt, wenn er ein Harald-Deck wie wir spielt, so, dann bringt es nichts, weil wir haben eh alles in einer Reihe, so. Wir können Skellige Sturm wegmachen, aber er kann eh irgendwie drei neue rufen, weil Dingens die Option dafür hat. Verstehst du? Nein, aber... Und wenn es jetzt... Naja, wenn es wirklich so ein Axtmänner-Deck ist, er passt. Ja gut, ich will jetzt natürlich die Runde gewinnen.
Könnten auch Ulda. Na gut, dann müssen wir mal zwei spielen. Das opfern wir. Wir opfern einfach Max. Verbrannt! Ist ja nicht weiter schlimm. Ich hätte jetzt ganz gerne Summoning Circle. Nein, Operators, aber auch gut. Christoph Freya, ich hätte Summoning Circle. Komm schon. Gib mir Summoning Circle. Jetzt. Oh! Ja! Wir fangen erstmal an mit dem Spion. Zerreißen oder Dürre? Dürre. Wenn er jetzt nämlich auch denkt, aha, guck mal, ich spiele jetzt auch meinen Spion. Okay, er spielt keinen. Schade, sonst hätten wir jetzt nämlich noch einen Spion spielen können. Okay, der Troll bufft sich anscheinend immer hoch. Jetzt haben wir natürlich eine schön lange Runde, ne? Hm. Ich leg mal fürs Light weg. Dogary, okay, der ist gut. Wir haben nur leider zwei Axtmänner. Die Frage ist, ich weiß halt immer noch nicht, was er für ein Deck spielt. Any last words? Wenn er jetzt sagt, natürlich, er spielt auch Axtmänner, ist das halt umso besser. Ich gebe ihm mal einen Axtmann. Dass wir ihm jetzt einen Axtmann geben, aber wenn er keinen Axtmann spielt. Ich kann mir doch nicht so vorstellen, dass er einen Axtmann spielt. Ich spiele den Axtmann auch in der Reihe. Ah, er hat natürlich jetzt den ersten Axtmann rausgeholt, so. Wir können mit Summoning Circle jetzt natürlich noch einen Axtmann rausholen. Mach. Wann kommt dir nochmal die Gelegenheit? Ah. Okay, er spielt die Axtmänner in verschiedenen Reihen. Ich würde vielleicht sogar ganz gerne erstmal zwei Axtmänner haben. Wir haben immer noch unseren Harald. Wir können unseren Harald auch mit mehreren Axtmännern rufen. Noch einen dritten Axtmann? Die haben jetzt alle unterschiedlich Stärke, das ist gut. Leider haben wir keinen Retzer. Jetzt kommt unser Harald. Und zwar mit einem richtig guten Effekt, weil wir unsere drei Axtmänner hoch, fünf hochwaffen, nicht nur einen. Das ist eine Karte, die finde ich, okay, ist jetzt gut, dass er in die Reihe gesprungen ist, aber das Problem ist an dieser, die Karte ist einfach, wenn er nicht in die Reihe springt, macht er uns natürlich keinen Schaden. Willst du noch einen Regen oder so? Auf ihn erstmal. Ich würde erstmal einen Skellige-Sturm in die Reihe spielen. Meine ich ja. Okay, hat auch okay. Das ja. Ging fix. Weil, naja, wir hatten einfach in der letzten Runde drei Axtmänner. Er hätte die wahrscheinlich nicht mehr wegbekommen und wir hätten noch, wir hätten alles in die Reihe ziehen können. So, überleg mal, wie hart wir die gebufft haben. Ja, das ist halt mit den langen Runden, ne? Ja, aber er hat ja, das Problem war halt auch einfach, er hat ja mehrere Axtmänner gehabt, aber er hat seinen Harald direkt rausgespielt, um unseren Axtmann wegzumachen, ja. Aber nicht um seine Axtmänner zu buffen. So, das war halt der Fehler. Wir hatten noch genug Axtmänner auf der Hand. Also er hat im Prinzip einen Axtmann hochgebufft, aber wir haben mit unserem Harald einfach drei Axtmänner hochgebufft. Ja, das stimmt. Hatten einen besseren Harald. Also wir haben ihn mehr verkrüppelt als er uns. Na gut. Ich würde sagen, das war's jetzt aber mit Grand Ranked für das Wochenende. Wir hoffen, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir, ich weiß nicht, womit wir anfangen. Naja, gucken wir mal. Wir sind mal gespannt. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Nächste Woche ist ja morgen. Naja, ist ja richtig. Alles gut. Ich bin halt echt fertig. Ich bin halt echt durch.